Hallo Leute, herzlich willkommen zu Plug and Jay. Heute mit einer FIFA 13 Folge für euch. Hatte mal Bock, eine Runde FIFA zu zocken. Und ich zeige euch wieder mein Ultimate Team. Es ist gerade das Team der Woche, das Imba-Team der Woche. Ja, das wird natürlich Sepp mit Sicherheit schon gut oder ausführlich behandelt haben. Ich muss sagen, hier so ein Blaschikowski wird mir auch schon gefallen. Neben so einem Podolski, Messi und Ronaldo. Mal gucken, vielleicht ziehe ich ja. Habe ich mit ein paar Packs gezogen? Ich weiß es noch nicht. Die Folge wird auch erst in ein paar Tagen erscheinen für euch, wo ich sie aufgenommen habe. Ihr seht ja, wie gesagt, das Team der Woche ist ungefähr vor 2 Wochen da gewesen. Aber ich habe schon ein bisschen im Voraus aufgenommen, um täglich euch mit geilen Videos zu versorgen. Hier zeige ich euch mal eben mein aktuelles Team. Da haben wir immer noch im Tor den Neuer und die Innenverteidigung, ich weiß nicht, vielleicht statt Subotic, weiß ich nicht, Dante IF oder Hövedes IF, ich bin mir aber ehrlich gesagt nicht sicher, ob ich das wirklich will. Ich warte vielleicht noch, bis vielleicht mal ein richtig guter Innenverteidiger kommt. Santana ist sowieso der Gott. Ja, Piszczek IF habe ich mir jetzt geholt, der ist ja ein Monster. Alaba IF habe ich immer noch, ZM Götze, Holpi EF und Luis Gustavo. Da könnte ich mir vielleicht noch den Schweinsteiger vorstellen. Ich weiß nicht, vielleicht habt ihr noch eine Idee. Und ja, oder Diego. Aber dann hätte ich ja 3 ZOMs quasi nur drin. Da hätte ich auch gar keine Abwehr. Das ist auch scheiße. Und ganz stolz bin ich natürlich auf meinen Sturm. Das ist halt einfach, die sind einfach Imba. Ich muss es so sagen, ich bin zwar ja Dortmund-Fan, aber Robben und Ribéry, die toppen, werden von nix getoppt. Weißt du, da kannst du, ne. Nix geht über diesen Sturm. Das ist der Hammer. Und da habe ich mir noch Reus geholt, weil ich den ziemlich geil finde, muss ich ehrlich sagen, im Sturmzentrum. Ich meine, ich hatte ihn ja die ganze Zeit als linken Stürmer statt Ribéry als IF. Da fand ich ihn nicht so geil, aber als Stürmer ist er einfach der Burner. Der hat meiner Meinung nach halt einfach die mehr Stärken als ein Lewandowski IF jetzt als Beispiel. Also der ist zwar natürlich nicht so stark oder sonst was, aber na egal. Wir starten jetzt einfach mal hier so ein Online-Season-Spiel. Ich weiß gar nicht, wie weit ich da mittlerweile bin. Ach, guck an. Ob ich sogar den Titel gewinne. Ja, dann spielen wir doch mal das Spiel. Hoffen wir mal, dass ich den gewinne. Go, go. Schauen wir mal, ob wir auch direkt einen Gegner finden. Ich hoffe es einfach mal. Das ist ja manchmal etwas buggy. Oh mein Gott, was hat denn der für eine Ping? Ne, da habe ich jetzt schon keinen Bock drauf. Mit einer roten Ping spiele ich hier definitiv jetzt nicht. Nochmal weitersuchen. Ja. Wollt ihr mal wieder ein FIFA-Spiel gegen mich und Sepp sehen oder so? Habt ihr da wieder Bock? Oder mal, weiß ich nicht. Ihr könnt ja eigentlich auch mal so ein Spiel verlosen, so wie Sepp das macht. Das ist eigentlich ganz cool. Was haben wir denn hier? Ein Real Madrid-Spacko. Was hat der denn alles? Okay, der hat jetzt nicht sonderlich geile Spieler. Eigentlich irgendwie mehr oder weniger nur zusammengewürfelt. Scheiß Chemie. Ich würde sagen, meine Mannschaft ist dann noch eher der Favorit. Aber wer weiß, wie gut er spielen kann. Mit Essien und Milner hat er ja ein relativ kräftiges Mittelfeld. Egal, schauen wir mal nach. Wie das denn hier so wird. Ob ich die genauso, ob ich auch halt genauso wie sie gegen Sepp spielen kann mit denen. Und da war schon den Ball. Und da schicke ich schon direkt den Ribéry. Ah, fuck. War da abgewehrt noch. Schwanzkopf. Jawohl. So, hier direkt gar nicht zum Ball kommen lassen. Das geht ja gar nicht. Wie handelt ihr eigentlich so, um an Geld zu kommen? Das würde mich mal, also natürlich werdet ihr es nicht verraten. Also würde mich zumindest wundern, aber mich würde es halt mal interessieren, ob ihr mit EFs eher macht, Verträge macht, Spieler kauft billig ein, teuer verkauft. Am Arsch, ey, da kriegt ihr Holpi schon Geld. Super Aktion. Die erste Aktion von Luis Holpi bei mir. Ich spiele mit Piszczek und Holpi zum ersten Mal als EF jetzt. Die habe ich nicht mal gegen Sepp bislang getestet. Lol. Leider schon einen dicken Freistoß abgezogen. Nicht gut, nicht gut. Per. Oh, ey. Nice. Krass ist der schnell.
So, jetzt zeig mal, was du kannst, Holpi. Erstmal einen geilen Pass machen für Ribéry, Quatsch, für Robben. Und dann flankt der Robben, wohin auch immer. Am Arsch. Das war schlecht. Das war mies. Lol. Ja, ist klar. Der hässliche Menes, oder was? Oh ja, da kann der Gegner. Ob der so schnell ist. Ja, komm. Er kommt irgendwie ein bisschen besser durch als ich. Weiß auch nicht warum. Ein bisschen schlecht spiele ich gerade, muss ich ehrlich sagen. Aber man hat auch mal seine schlechten Tage. Oder vielleicht habe ich ja gerade meinen guten Tag und das steht noch nicht 1-0 für den Gegner. Nee, so wird das nicht sein. Jetzt gib den Ball her, du Wurst. Alter, krieg den Ball von ihm nicht. Ja, sicher. Nice. Alter Vater, okay. Ja. Das war ziemlich gut von ihm gemacht. Aber ich kann das jetzt... Oh, Robben. Kontern. Nein! Hätte ich mal gerade den Standard-Robben-Trick gemacht. James Milner. Nach innen ziehen und abziehen mit links. Oh, nice. Das war schön, Holpi. Ist er jetzt zu den Tottenham Hotspurs gewechselt. Aber noch als EF für Schalke rausgekommen. Deswegen konnte man ihn noch relativ billig für, weiß ich gar nicht, welchen für 25.000 oder so gekriegt. Piszczek war leider schon etwas teurer. Der ist bei 120, glaube ich, für habe ich ihn gekriegt. So kann es weitergehen. Mal gucken, wie teuer der jetzt ist. Das weiß ich natürlich nicht, wie der Markt sich jetzt entwickelt hat. So, da oben läuft er. Jawohl. So, jetzt. Zack. Yes. 1-0 Ribéry. Keine Schnitte. Keine Schnitte hast du da. Bam. Nice one. Sehr gut. Ja, wunderschönes Tor von Franck Ribéry. Das ist halt einfach so krass. Also, die sind so schnell, die drei Stürmer. Irgendeiner ist immer alleine. Ob es jetzt Reus, Robben oder Ribéry ist. Was ist denn jetzt los? Oh, jetzt muss der Pause drücken. Ich muss jetzt was einwechseln, mein Messi und mein Ronaldo. Hip hip hurra. Ich muss das jetzt umstellen. Oh, und jetzt bin ich wieder da. Ja, da warten die. Ich weiß gar nicht, was die dann jetzt immer machen. Oh, das funktioniert ja doch nicht. Er macht auf jeden Fall ein paar Tricks, das muss man ja sagen. Also ich, das ist definitiv noch nicht geworden, nicht annähernd. Holpi gefällt mir eigentlich ganz gut auf Anhieb. Na, es klappt einfach nicht, es will nicht klappen. Scheiße. Was für ein cleverer Pass. Was für ein cleverer Pass. Deine Mutter. Oh, abseits. Ja, ich hoffe mal echt, also Holpi ist... Wie gesagt, kann ich nur empfehlen gerade. Zumindest hier jetzt nach den 2-3 Ballkontakten, die er hatte. Ansonsten habe ich ja meine Barclay-Mannschaft gehabt. Die habt ihr ja gesehen, wie Sepp mich da richtig frisch gemacht hat. Das ging gar nicht. Er hat schon gar keinen Bock mehr drauf gehabt auf die Mannschaft. Zack. So, jetzt und Kopfball. Och, Ribéry, willst du mich verarschen? Ist der jetzt an deiner Narbe abgeprallt oder was? Boah, das kann nicht sein. Der hätte reingemusst. Der war so frei. Läuft. Das war Vorteil. Was war das denn jetzt? Ach, jetzt kriegt der auch noch einen Foul. Der hat Foul zugesprochen am Arsch. Das war doch nie was. Nice. Und. Aber wieder ein Ball. Oh, nice. Vorbeigekommen von Robben. Robbetje, renn, du Käseroller. Und, lol. Fuck. Den hätte ich irgendwie besser verwandeln müssen. Nein. Reus am Ball. Pass auf Götze, der ziemlich geile Distanzschüsse als IF macht, muss ich sagen. Ja, knapp. Schade. Schade, schade, Schokolade. Hätte das sein können. Nein. Schön verteidigt. Das war knapp. Wow, 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 wow. Alaba.
Jetzt weiß ich gar nicht, wer mir der liebere Außenverteidiger ist. Alaba IF ist ja schon ein geiles Monster, obwohl er halt nur, glaube ich, 78 ist. Der ist aber trotzdem richtig geil. So, den überrennen wir. Flanke und Robben! Shit, fuck. So, jetzt kommt Kopfballtor Santana. Okay, oder Subotic. Nein! Nochmal eine geile Ecke. Jetzt Robben! Oh. Kleine Käsewürstchen hier, ey. Du Gouda. Ein wunderschönes Zuspiel. Tja, da scheint keiner vorbeizukommen. Das war close. Und deswegen gibt's Abstoß vom Kasten. Hui. Das war schlecht. Uah! Na, den Santana auf dem falschen Fuß erwischt. Fuck. Nice. Sehr gut, Neuer. Alter Vater. Jetzt hab ich mich auch verschluckt. Vom Schreck. Luis Holtby. Er ist schnell. Lol, passt du mal? Sehr gut, so, jetzt rennen. Jetzt zeig mal, was du kannst, Pisscheck. Geile Flanken. Oh, jetzt hat er. Nein, jetzt hat er den Kopf auch noch richtig getroffen, Leute. Ribéry gewinnt ein Kopfballduell gegen den Verteidiger. Ich lache mich schlapp. Das funktioniert gut, das Spiel ohne Ball. Fuck, ey. Ich muss mal ein bisschen mehr aus meinen Chancen machen. Ganz sicher hat er das gemacht. Lol. Da sollte er eigentlich nicht hin. Mein Gott, alles läuft hier über Holtby, ey. So, jetzt renn Alaba und. War der nicht im Absatz der Götze? Nice. Ah, da entwickelt sich möglicherweise. Nein! Ah, der war der Götze schon knallrot. Das war klar, dass da wahrscheinlich nichts kommt. Okay, erste Halbzeit, knappe Führung. Ich hoffe. Warum denn nur so wenig Tore? Ich kann in der nächsten Halbzeit noch ein Tor drauflegen. Weil die mindestens richtig justiert haben, im Abschluss das Ganze viel zu schwach. Ja, nice. Alaba, du geiles Tier. Irgendwie gefallen mir nur die Bayern-Spieler ganz gut, ey. Kann nicht sein. So geht das aber hier nicht. Oh, jetzt muss der wieder Pause drücken. Nee, weiß auch nicht, ey. Warum gefallen mir die Bayern-Spieler so gut? Weil sie wahrscheinlich stark sind hier einfach in FIFA. In Ultimate Team ist es mir scheißegal, ob ich jetzt einen Schalker, einen Bayern oder einen Dortmunder da drin habe, Spieler habe. Hauptsache, nice. Sie können. Nein, jetzt passe ich da. Hauptsache, sie können. Was wollte ich sagen? Boah. Fuck. Soldado läuft sich frei. Luis Gustavo. Die Abwehr gefällt mir sehr gut. So, da läuft Ribéry wieder. Klasse Zuspiel. Boah, was hat denn der? Was denn für ein Tier im Tor? Können die da was draus machen? Dass der nicht reingegangen ist, ey, scheiße. Nein, Santana! Boah, leg mich am Arsch! Unfassbar! Es geht doch! Das kann nicht wahr sein! Boah, schon wieder oder was? Alter! Das darf nicht wahr sein. Was für Chancen. Ich sollte wieder die Dortmunder Trikots ausziehen, ey. Das ist ja wieder eine Chancenverwertung, die ist ja zum Kotzen. Zweikampf um den Ballbesitz. Oh Mann. Das muss einen Freistoß geben. Also jetzt möchte ich aber mal sagen, dass wirklich der 2-0 eigentlich schon ein bisschen verdient wäre. Und das sieht nach einer guten Torchance aus. Das sah gar nicht schlecht aus, aber jetzt sind die anderen. So, jetzt rennen. Reus. Und Robbentje! Ah. Ja. Und da ist er gut dazwischen. Ist der Holpi links oder rechts? Das soll ich mal vorher nachgucken, bevor ich spiele. BAM! Puh! Mehr sag ich dazu nicht. So, jetzt aber. Und! Wie Santana jedes Mal echt zum Kopfball kommt. Das darf nicht wahr sein. Jetzt versuchen sie sich. Oh Mann. Kotzt mich an. Jetzt haben sie natürlich ganz einfach das Mittelfeld umspielt. Aber Holtby wieder einmal da. Rückt mich am Arsch. Kann ja was für ein Schalker. Marco Reus.
Jetzt könnte es gefährlich. Mein lieber Okay. Das war jetzt eher nur so ein, weiß ich nicht was, ein Notschuss. Nee, nicht Notschuss, keine Ahnung. Verzweiflungsschuss. Wo? Alter! Gib den Ball. Nice. Mario Götze. Arjen Robben den Ball besitzt. Das sieht gut aus. Das wird ganz gefährlich. Da kannst du schießen, wie du willst. Okay, das war jetzt vielleicht nicht die geilste Torschance. Ach, und wieder gewinne ich einen Kopfball. Wie viele Ecken hatte ich jetzt? 5? Oder 6? Wovon bin ich immer irgendwie an den Kopfball gekommen? Das kann doch nicht wahr sein. Was ist denn das für eine Scheiße? Okay, der Mannes ist, glaube ich, relativ schnell. Aber kann nichts. Sepp hatte den ja mal in seiner Franzenmannschaft. Jetzt müsste er eigentlich durch die Mitte gehen. So, da unten läuft er. Ja, das könnte was werden. Oh. Nein! Oh! Ach komm! Lässt er sich da einfach fallen? Fabio Contrao. Fabio Contrao. Brillant gemacht. So, zack. Wieder Safe Boy. Der hat so ein gutes Stellungsspiel, der Pistscher. Drückt mich am Arsch. Arjen Robben den Ball besitzt. Ah, das war da. Das hat er vorher gesehen. Ein bisschen vorhersehbar scheinbar. Minimal. Oh, da oben läuft er. Scheiße. Nice! Wer war das denn? War das schon wieder Santana? Geil. Egal wer es war, es war so gut. Dieser Situation braucht. Das ist nicht der Sinn dieses Angriffs. Nein. Der Gegner hat sich die Kugel bereits wieder erobert. Ja. Ein Pass vom Feinsten. Luis Holtby. Und in der Mitte sind Mitspieler frei. Ja, so kann es weitergehen. Er hat den Ball sofort verarbeitet. Und will jetzt schießen! Schieß! X-Kreis! Oh, was denn jetzt? Freistoß? Am Arsch. Alter. Ich faul hier voll unfair, ey. 5 zu 0 Fouls. Ich bin ein Drecksack. Fair Play kenne ich nicht. Kann er sich den Ball zurechtlegen. Ein sehr schöner Pass. Damit hast du... Boah, ey, mit Anlauf und Robbens Schuss. Der hätte auch reingemusst. So zum Schuss kommen lassen, dann trifft er auch. Oh, Mann, Kopfball nicht gewonnen, ja, quasi. Und, sie sollten ihn keine Sekunde aus den Augen lassen. Fuck, wir können alle nicht schießen. Und der kommt genau an. Ribéry. Nein. Die Hoffnungen auf den Titel hängen so kurz vor Schluss immer noch an. Ja, stimmt, Titel. Einfach die knappe Führung irgendwie über die Ziellinie bringen. So sieht so jetzt aus. Nein! Mann, ja. Blindes Verständnis. Ja, wehe. Das sieht nach einer guten Nein! Jetzt macht er das Tor. Ist das lächerlich? Ist das lächerlich? Alter Vater, ich könnte kotzen. Wie lame. Wie fucking lame. Schöner Pass. So unverdient, Junge. So unverdient. Ja, komm, leck mich. Ach, wie lächerlich. Kotze da. So, jetzt renn. Pace-Spieler vor Gewinn. Gib mir doch Robben. Bondell schon wieder. So, jetzt Santana. Ja, da ist es. Bam! Nice, Philippe! Endlich! Ja! Leute, egal was, kauft euch Santana. Scheißt auf alle Hummels, Batschuber oder sonst was. Santana ist einfach nur der Imba-Spieler. Braucht keine 80 oder so in der Abwehr. Nein, du hast Santana. Santana ist der einfach geilste Innenverteidiger, den ich je gezockt habe, glaube ich, in dem FIFA. So, und jetzt macht doch Holtby sein Traumtor. Oh, oder auch nicht. Oder jetzt noch eine zweite Chance. Oh. Schade. Und Holtby wieder am Ball. Mein Gott, wie viele Ballkontakte der haben muss, ey. Ah ja. Na gut. Ich glaube, er ist Rechtsfuß.
Ja! Geil, Saisonsieg. Nice. Titel! Boah, da habe ich aber mit der 84. Minute echt noch einen dicken Schlag in die Fresse bekommen, ey. Aber gut, dass wir Santana in der Abwehr haben. Der reißt halt dann auch mal raus. Holpi nur eine 7-4, ey. Da kam mir irgendwie ein bisschen auffälliger vor. Na egal. Ja, 566 Münzen. Da. Titel gewonnen. Das heißt, es gibt, glaube ich, jetzt ein kleines goldenes Pack, oder? Zumindest damals, als ich noch die öfters gespielt habe, die Seasons. Schauen wir mal. Ja, aufgestiegen. Ich bin jetzt aufgestiegen, nur. Nee, doch, wollte schon gerade sagen. Ja, da haben wir doch im Shop so ein kleines Gold-Package. Na komm, öffnen wir doch mal direkt. Oh, guck mal, sogar ein krasses. Heftig. Sehr gut, sonst. Ma, kein EF, öde. De Jong, ja, hip hip hurra. Ich weiß gar nicht, der kostet bestimmt was. Ah. Ach, kein Plan, ey. Auf den Tausch da, hier Objektlisten für... Weiß ich nicht. Machen wir einfach hier so viel 1000. Keine Ahnung, ich weiß gar nicht, wie viel Wert der ist. Allzu viel Wert dürfte der nicht haben. Was hat's? Brigic. Okay, die können alle nichts. So, wenn ich das mir angucke, habe ich Bock auf ein Pack-Opening, glaube ich. Das kommt weg. Was ist das? Oh, 4411. Einmal Objektlisten. Das kann bestimmt auch was. Hier, zack, weg damit. Das kommt in den Verein. Und die Verträge listen wir auch mal direkt für 150. Und ich glaube, die Spieler, die lege ich einfach ab. Ich glaube auch nicht, dass der De Jong allzu viel wert sein wird, obwohl er eine 81 ist. Scheiß drauf. Zack, weg mit dir. Alles klar. Ja, Leute. Könnt ihr auch noch mal reinschreiben, was ihr gerne mal sehen würdet noch. Und ja, vielleicht auch noch irgendwie was von FIFA speziell. Oder da soll ich einfach mal, nee, so eine Folge traden ist eigentlich auch richtig öde, weil eigentlich trade ich zurzeit relativ wenig. Aber ihr könnt es ja mal reinschreiben. Oder ich spiele gegen Sepp oder gegen einen von euch Zuschauern. Wie ihr wollt. Haut rein, Leute. Ciao.